Seit einem Monat kesseln wir die letzten Krautfresser auf dem Weg nach Paris immer mehr ein. Aber sie werden sich sicher wehren wie ein wildes Tier in der Falle. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Call of Duty. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mit dieser Erinnerung oder so, davon finde ich irgendwie gerade gar nichts mehr. Mission starten, ja. Wenn wir das schaffen wollen, müssen wir zu allem bereit sein. Selbst Teamarbeit mit dem SOE, den britischen Sondereinheiten. Es wird ein großes Ding. Muss wohl. Davis ist hier. Wir haben Informationen vom Widerstand über einen Zug der Deutschen mit V2-Raketen für einen Angriff auf Paris. Er macht Halt bei Argentan. Das gibt uns gerade genug Zeit, um unser Team in Stellung zu bringen. Wir müssen ihn stoppen. Nach Ihrer Leistung in Marigny können Sie nun zeigen, dass das kein Anfängerglück war. Danke, Sir, aber das ist ein Job für mehr als ein Platoon. Deshalb kriegen Sie Unterstützung vom SOE. Chica! Que tal? Da war schon jemand fleißig. Keine Sorge, Lieutenant, es ist noch genug für Sie da. Die Agenten Vivian und Crowley leiten die Operation. Sie helfen dem Widerstand schon seit Monaten und kennen das Gebiet. Folgen Sie ihnen. Waren Sie das in Marigny? Beeindruckend. Ach, das war nicht nur ich allein. Man tut, was man kann. Und das ziemlich gut, aber das war nur der Anfang. Hier, das ist kein gewöhnlicher deutscher Versorgungszug. Das ist eine rollende Festung. Unser Kontakt beim Widerstand Rousseau wird uns so gut wie möglich beistehen. Aber Angriffe auf ihr Netzwerk könnten dies verhindern. Das Schicksal von Paris liegt in Ihren Händen. Oh, hier ist es verloren. Weil der Panzerzug. Paris ist verloren. Wenn das Schicksal in meinen Händen liegt... Keine Chance. Genau wie damals bei unserem Absprung über Vercors. Und mitten in diese Patrouille. Du bist so eine alte Romantikerin. Okay, da ist unser Ziel. Hey, das muss man den Deutschen einfach lassen. Genau nach Plan. Der größte Zug meines Lebens. Und die dickste Panzerung. Ist ein Panzerzug. Die Reichweite der V2 liegt bei 200 Meilen. Mehr als die Strecke nach Paris. Wir können nicht zulassen, dass sie startet. Da vorne bewegt sich was. Okay, Vivian und ich schalten Sie aus. Turner, das ist Ihr Zeichen vorzurücken. Denn jetzt, nach Ihrer und Sassmans Einlage in Marigny, ist Feuer Unterstützung Ihr Job. Okay, los geht's. Okay. Alle Mann unten bleiben. Schalldämpfer! Wir haben Schalldämpfer? Ich glaube, bei einer Shotgun. Gut gemacht, Daniels. Ist ein bisschen schwierig. Den Scharfschützen ausschalten. Benutzen Sie das Messer, Daniels. Scheiße! Crowley, der Zug fährt ab! Wir dürfen ihn nicht entkommen lassen! Ich kann ja nicht durch. Super. So, Jungs, ich muss mal hier durch. Guten Tag! Alter! Ich glaube, ich werde gerade so auf die Fresse kriegen. So, so viele Deutsche, so viele Nazis. Hör mal auf! Muss ich gerade heilen? Als ob das hier nicht rüberkomme? War vielleicht ein bisschen doof. Ich muss das immer von vorne machen. Ziemlich kompliziert. Turner, was? Nehmen Sie ein paar Männer und gehen Sie ums Haus. Bleiben Sie alles bei Crowley. Und weiter. Okay, wir versuchen es einfach mal auf Schleichart. Vorsicht! Gut gemacht. Bewegung! Okay. Vorsicht! Langsam vorrücken. Ich bin entdeckt.
Frage, wo muss man weiter lang? Da sind vier. Da ist einer. Oder der ist doch alleine. Also zwei, drei, zwei. Oh. Geh mal von der anderen Seite ran. Eieiei, das wird, solche Schleichdinger sind nie so mein Ding. Warte mal, bin ich hier alleine? Ja, wenn ich den abknalle, sieht der das. Hallo? Identifizieren Sie sich! Mit deiner Mutter! Was ist denn hier los? Kann man's auch machen. Das wird nix. Sag ja, das wird nix. Scheiße! Das okay. Noch einer. Ist noch einer. Planänderung. Okay. Wir wurden entdeckt. Wer bleibt los? Runter. Bewegung, Leute. Alter. Lass hier liegen. Wir müssen hinter dem Zug her! Alter, Scheißhund. Ach, Mann. Achso, wir sind jetzt gespawnt. Okay. Köder, ey, wo sind die? Feinde bei der Post! Bewegung, Leute! Lackiere links! Festhalten! Wir müssen hinter dem Zug her! Ja, super! Wie soll ich denn ihn retten gleichzeitig und... Oh. Planänderung! Wir wurden entdeckt!
Scheiße! Das schaffen wir nie! Was soll denn das? Du wirst es schaffen! Alle zum Zug! Wir sind auf der Deckung! Crowley, der Zug fährt ab! Wir dürfen ihn nicht entkommen lassen! Wo soll ich denn mit ihm hin? Hier drüben! Hier! Da ist eine Granate! Werfe eine Granate! Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Ey, dass sie nicht durch Granaten sterben, was soll denn die Scheiße? Der Zug entkommt! Fertig! Die Tür! Er ist erledigt! Bewegung voraus! Okay. Scheiße! Ey, ich werf direkt eine Granate bei denen hin. Und ja, nichts passiert. Alle mal in die Jeep! Los! Wir müssen den Zug aufhalten! Na los, na los! Festhalten! Scheiße, Vorsicht! Runter von den Zügen! Die Bäume fallen um! Festhalten! Siehst du ihn? Da ist er! Drück aufs Gas! Was mache ich denn hier? Wir verlieren ihn! Links! Ich arbeite dran! Da vorne, nach rechts! Nein, mach das nicht! Seht ihr, er kommt nicht! Schneller! Wie wär's mit jetzt? Nimm das Steuer! Was ist er jetzt mit dem fucking MG? Feuer frei! Ja, das ist sehr schlau.
gar nicht mehr auf. Alter, das war imposant. Daniel, wo zum Teufel bist du? Ich komme, halt durch! Heilige Scheiße! Ist das echt passiert? Wir haben es geschafft! Das war für die Ewigkeit. Ich hoffe, Stiles hatte die Kamera. Vielleicht lässt Pearson uns für 5 Minuten in Ruhe. Achtung! Folgen Sie mir. Ich bringe Sie zu Ihrem Platoon. Oh, tut mir leid. Wer zur Hölle sind Sie? Ich sage Widerstand. Eine Freundin. Schnell jetzt. Verbandkasten ist hier. Das ist nett. Auf den Verbandkasten! Cool aus der Deckung schießen. Das war die, gell? Ah, ich mag die eigentlich nicht. Also ein Medikit wäre eigentlich ganz cool. Okay, und auch nicht. Nichts getroffen. Ah. Die Waffe ist. Feindaktivität voraus! Ich bin fast tot. Voll in die Rübe! Voll in den Arsch! Der ist auf jeden Fall tot. Oh. Ah. Deutscher in Bewegung. Deutscher in Bewegung. Da liegt noch einer. Alter, was ist denn das da? Ich brauche mal noch mein Medikit hier. Rüber damit! Mach ich! Die Köpfe unten halten! Direkt vorauf! Papi! Die Rüber vor! Da habe ich keine Munition mehr mit der Waffe. Liegt hier irgendwie was an Munition noch rum? Ich hab so viel Nazi. Oh, die Kids. Wir müssen da irgendwie durch, habe ich das Gefühl. Ah! Kann ich helfen? Oder dir? Ich dachte, da fängt irgendwo ein Medikit.
Dieses Kopfhörerkabel nervt mich hier so dermaßen gerade. Lad doch mal ein bisschen schneller nach, Junge. Scheiße. Danke. Über damit. Danke. Zu sein. Ihr Platoon ist hier entlang. Hallo, wir sind's. Hallo, Ibims. Der Panzerschlechter. Der Panzerzugschlechter. Diese Männer gehören wohl zu Ihnen. Ah, das wäre dann Rousseau. Sie gehört zu Marquis, französische Resistance. Sie hat den Deutschen abgeknallt, der uns töten wollte. Ist es denn wirklich so schwer, sie erst zu verhören? So viele Umstände wären die doch nicht wert. Ich dachte, sie wären tot. Aber der Zug fährt nicht mehr. Das Ziel war, den Zug zu stoppen, nicht zu zerstören. Ja, tut mir leid, dass nicht alles nach Plan verlaufen ist, aber sehen wir es so. Wir haben soeben jeden verdammten deutschen Außenposten hier alarmiert. Also sollten wir weiter. Und zwar schnell. Zuerst beenden wir die Mission. Welche Mission? Ist es nicht so, Major? Wir brauchen Hilfe beim Sicherheit. Keine Ahnung wie, aber Sass und ich haben das Zugunglück überlebt und uns dann mit einer taffen Französin getroffen. Sie heißt Rousseau. Sie gehört zur Resistance und du wirst es nicht glauben. Aber wir mussten für sie das Wrack nach Papieren durchsuchen. Sie braucht sie für eine Mission in Paris. Und für uns hatte sie auch einen Job. Oh, ein iPad. Cool. Endstation. Sprengung des Zugs hat Paris Zeit verschafft. Die Resistance will mit den Dokumenten, die wir geborgen haben, eine Nazi-Festung in der Stadt infiltrieren. Ich bin dabei. Okay, mein Lieben. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare. Und ich denke, heute werden noch ein paar Folgen kommen. Ich denke mal, ich werde die Kampagne heute komplett spielen. Es macht gerade echt Spaß, auch wenn es manchmal ein bisschen schwierig ist. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann, ja, morgen. Oder bei der nächsten Folge oder wann auch immer. Bis dann, ciao.